Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter mit dem genauen Blick auf das Pfingstwochenende, wo uns zwei Tiefdruckgebiete beschäftigen werden. Vor allem am Samstag ein Sturmtief. Da schauen wir uns gleich nochmal die Windböen an, wie stürmisch es denn am Samstag genau werden wird. Wir blicken aber zunächst nochmal natürlich heute auf den Donnerstagnachmittag. Wir sehen die Karte hier. Mit Grün sind die Regenschauer, es sind auch die Wolken eingezeichnet hier in Grautönen. Ja, wir sehen, häufig wird es schon trocken bleiben. Es gibt noch einzelne Schauer mit Schwerpunkt so Richtung Sachsen und östliche Mittelgebirge. Wir sehen hier diese grünen Signale. Ja, da können auch noch mal örtliche Gewitter dabei sein. Ansonsten aber vor allem so in der großen Westhälfte doch schon häufig trocken. Ja, und auch die Sonne wird am Nachmittag immer mal wieder rauskommen. Temperaturen liegen dann am Nachmittag meistens zwischen 14 und 17 Grad, vor allem so Richtung Nordrhein-Westfalen, rüber aber auch so bis nach Brandenburg, Berlin und zu Lausitz. Da können durchaus eben auch mal 18 Grad, wenn die Sonne länger durchkommt, dabei sein. Wie geht es dann am Wochenende weiter, beziehungsweise den Freitag haben wir ja auch noch vor uns. Ja, und da schauen wir uns zunächst mal für den Freitag und den Samstag die Vorhersage an, denn es kommt das Sturmtief langsam ins Spiel. Ich habe jetzt mal auf die Wetterkarte, auf die Luftdruckkarte verzichtet. Ich habe so oft gezeigt in den vergangenen Tagen. Wir sehen, am Freitag kommt das Tief schon rein im Nordwesten, im großen Nordwesten. Hier können dann mal einzelne Schauer und Gewitter dabei sein. Viel wird es nicht sein, aber in diesen Schauern und Gewittern, da macht sich dann dieses Sturmtief schon bemerkbar. Da kann es eben durchaus mal einzelne Sturmböen geben, sogar mal 80 bis 90, ganz punktuell in diesen Schauern. Wird also der Sturm sich schon bemerkbar machen. Ansonsten aber auch sonnige Abschnitte dazwischen. Wir haben vor allem dann im Süden dann doch recht verregnetes Wetter. Da breiten sich Regenfälle aus, so von der Schweiz über Baden-Württemberg, teilweise bis nach Franken rein und zur Oberpfalz. So in Südostbayern sollte in Sachen Regen noch gar nicht allzu viel passieren. Am kühlsten bleibt es im Regen. Ansonsten haben wir Temperaturen meistens so zwischen 15 und 17 Grad, vielleicht örtlich mal 18. Im Osten, da wird es auch noch mal milder werden. Ihr seht, da kommt die Sonne auch am längsten raus. Und hier können wir sogar wiederum mal vor allem so Brandenburg, Berlin, aber auch so Richtung Lausitz, vielleicht auch Leipziger Raum noch durchaus 20 Grad erreichen. Am Samstag kommt das Sturmtief dann rein. Wir schauen uns dazu gleich nochmal die Windböen genauer an. Der Schwerpunkt wird so vom Westen mit einem Keil etwa so in die Mitte hineinliegen. Ja, ansonsten haben wir eben auch noch Regen anfangs, der vor allem in Südostbayern noch abziehen wird. Könnte sich hier noch etwas zäher Richtung Alpen, Richtung Niederbayern halten. Ansonsten aber auch ein Streifen, der recht freundlich ist von Südwest nach Nordost, wo noch nur einzelne Schauer dabei sind. Häufiger sind die Wolken wiederum so im Westen, aber auch im Nordwesten. Und hier sind auch wieder Schauer oder auch örtlich sogar mal einzelne Gewitter dabei. Wir schauen uns die Windböen an. Wie sieht es aus am Samstag? Ihr seht, die ganz große Sache wird das gar nicht werden. Häufig liegen die Windböen, die Spitzenböen am Samstag hier so im gelb-orangenen Bereich. Heißt so 50 bis 60, örtlich mal 70 Kilometer pro Stunde. Natürlich in exponierten Lagen oder wenn mal ein Schauer durchgeht, können es auch mal um die 80 werden. Es ist kein großer Sturm. Allerdings mit den belaubten Bäumen, da wird es schon ordentlich rauschen. Und da können natürlich auch mal einzelne Äste runterkommen. Wir schauen auf den weiteren Trend am Sonntag und am Pfingstmontag. Ja, da kommt ein bisschen Bewegung rein. Ein weiteres Tiefdruckgebiet kommt rein. Und dann sehen wir, dass am Sonntag insgesamt noch recht wechselhaftes Wetter bevorsteht. Insgesamt ein Wechsel aus Wolken, einzelnen Schauern. Allzu viel Regen wird wohl nicht zusammenkommen. Häufiger wiederum so nach Nordwesten hin. Ja, und dann am Montag erfolgt der Warmluftvorstoß so für den Süden und den Osten, der natürlich immer noch ein bisschen auf Kante genäht ist, wie ich gestern sagte. Jetzt deutet sich schon in einigen Modellen an, dass dann so Richtung Nachmittag schon ein Wolken- und Regenpaket vor allem so von den Alpen her, von der Schweiz und Österreich nach Südbayern hereinziehen wird. Also da könnte das Ganze schon wieder auf der Kippe stehen, wie mild es hier dann genau wird. Und ansonsten auch, es sind recht viele Wolken wohl dabei. Am ehesten noch so Richtung Mitteldeutschland, so Richtung Thüringen, Sachsen, dass dort die Sonne länger dabei ist. Ja, und ihr seht die Temperaturen, da können wir sogar über 20 Grad im Süden und im Osten erreichen. Wie gesagt, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie gut sich die Sonne hier durchsetzen wird. Ganz anders sieht es nach Nordwesten aus. Ihr seht hier wiederum mehr Wolken näher am Tief, häufiger Schauer und die bleibt jetzt auch eben deutlich kühler, teilweise nur so Werte so um die 14, also die 15 Grad Marke wird sogar wieder schwierig werden am Sonntag im großen Nordwesten. In der neuen Woche, ich hatte es gestern schon angedeutet, wir schauen uns mal die Höhenwetterkarte für Mittwoch an und es deutet momentan alles darauf hin, dass sich dieses umfangreiche Höhentief richtig festsetzen wird
und Deutschland auch in der gesamten nächsten Woche beeinflussen wird. Es ist immer so, dass die milderen Luftmassen dem Süden nicht allzu fern sind. Und wenn dieses Höhentief sich, je nachdem wie es sich ausrichtet, mal etwas weiter nach Nordwesten liegt, könnte immer der Süden auch nochmal in Bereich dieser milderen Luftmassen kommen. Aber im Großen und Ganzen sieht es eher wechselhaft aus, auch in der nächsten Woche. Und von den Temperaturen her wird es wohl mit der 20-Grad-Marke schwierig werden. Eher liegen wir um die 15. In Schauern und in Regen sogar eher mal darunter. Das sehen wir auch ganz gut in zwei 14-Tage-Trends. Wir sehen hier mal für Dresden, da ist am Montag der Peak drin, sogar mit bis zu 22 Grad, der aber von der Bandbreite natürlich noch ein bisschen Spielraum bietet, wie mild es genau wird. Aber der wärmste Tag hier für Dresden wohl sehr wahrscheinlich der Montag. Im weiteren Verlauf, es ist gar nicht so kalt hier für Dresden, aber eben in Sachen Wärme dann auch weiterhin nichts großartig zu holen. Ihr seht auch an den Symbolen unten zwar häufiger mal dichte Wolken, aber es ist nicht komplett verregnet. Es wird eben auch häufig trockene Phasen geben. Wahrscheinlich hier gar nicht allzu viel Regen. In Osnabrück erstmal doch eine relativ nasse und sehr unbeständige und wechselhafte Geschichte. Im Verlauf der nächsten Woche, eventuell Richtung übernächstes Wochenende, so langsam trockener in der zweiten Wochenhälfte. Nicht mehr allzu viel Niederschlag drin. Aber die Temperaturen, ihr seht es, das ist doch deutlich unterdurchschnittlich für Mai. Selbst die 15-Grad-Marke wird hier insgesamt an vielen Tagen doch sehr wahrscheinlich schwierig werden. Diesen Trend, der kommt auch immer so gegen 10:30, 11 Uhr neu. Könnt ihr bei uns auf der Website schauen, heute mal für euren Ort. Verlinke ich euch wie immer in den Infokarten oben. Zu unserer Website kommt ihr auch unter dem Video. Ich wünsche euch damit noch eine schöne Restwoche. Bis morgen und ciao.